Hallo Norwegen-Freunde, endlich ist es wieder soweit. Wir dürfen wieder ins gelobte Anglerland. Angelreisen Hamburg hat es geschafft, uns noch eine Anlage auf Titram zu besorgen. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Wir sind so froh, dass wir hier wieder unser Hobby füllen können. So, wir kommen jetzt gleich mit der Color Line in Oslo an und dann wollen wir mal schauen, wie gut das mit der Einreise klappt. Wir haben ja in Kiel den Zettel gekriegt, da wir alle vollständig geimpft sind. Hoffen wir mal, dass alles so klappt, wie sie uns das gesagt haben. So, wir sind jetzt hier in Oslo angekommen. Wir haben eben beim Checkout nochmal den Perso und die Copass-App vorzeigen müssen und konnten eigentlich direkt weiterfahren. Die ganze Geschichte hat etwa 5 Minuten gedauert. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Titra. Hat alles super geklappt. Vorher hat man immer so ein bisschen Bammel wegen der ganzen Corona-Kacke. Aber das war alles easy. Wir sind super durchgekommen, haben eine entspannte Reise gehabt, sind jetzt voller Tatendrang und freuen uns endlich aufs Angeln, das wir so lange vermisst haben. Wir sind hier gerade nach einer entspannten Autofahrt durch die schöne norwegische Landschaft hier in Titran angekommen. Wir beziehen jetzt unsere Hütte. Wir liegen hier unmittelbar am Wasser, hinter uns die Boote. Die Sonne scheint, was kann es Besseres geben? Morgen früh fahren wir das erste Mal raus und wollen mal sehen, was die Natur uns schenkt. Ob Dorsch, Seelachs, Lenk oder Pollack, wir hatten von der Spinnrute bis zur 50 Pfund Tiefseerute alles dabei. Denn in diesem Angelrevier vor Titran muss man mit allem rechnen. So, super vorbereitet, jetzt geht's raus. Können da rein? Ja, bitte. So, ich fahre jetzt langsam los. Aus! Gib Gummi! Weiter so. Läuft. Also Wahnsinn, das Revier. Gerade rausgefahren, du. Köder runtergelassen. Wir haben heute super Wetter, konnten ein bisschen weiter rausfahren und gleich beim Absacken, du Wahnsinnsbiss, Schnur genommen und das mit dem feinen Gerät, bin ich gar nicht darauf vorbereitet. Und das gleiche die schön Schnur genommen, ist schon genial hier. Ah, klopft schön, Junge. Ganz ruhig fahren, ich habe Schnur genug drauf. Ach, ist das nicht Musik? Das ist doch Musik! Was, Jungs, ich habe die Bremse wirklich nicht weich eingestellt. Chrissy? Ja. Oh, tschüss. Was für ein Löwe. Dafür sind wir hierher gefahren. Ist auch etwas Schönes dran auf jeden Fall hier. Wollen wir mal schauen. Wir müssen eigentlich gleich an der Oberfläche sein. Was für ein Löwe. Ja, das hat schon mal gut geklappt, würde ich sagen. Kann sich sehen lassen. Von Horst Rill noch im Hintergrund. Ja, da dürfte schon mal ein größerer rauskommen gleich, denke ich. Ja, die Hut ist relativ weich. Ah, Junge, das sind sie, die Dorsche hier. Für die sind wir hierher gefahren. Ist der ein Doppeldrill? Ja. Davon nehme ich noch ein paar. Ja. Oh, guck dir das an. Das kann doch kein Dorsch machen. Alter. Ja, da müssen wir wohl fahren, wa? Ja, da müssen wir wohl fahren. Also wenn das ein Dorsch ist, Leute. Das kannst du so locker. Nee, nee. Ich schmeiß die Maschine an, Armin. Der Christian hat auch einen Fisch dran. Du musst ihn erstmal rausholen. Ich glaube, der ist besser. Wenn du unser Konzept rausholen. Ja, ich bin gleich fertig hier.
Konski. Kleiner. Pass auf in die Schuhe auf. Ich mach wirklich nicht, Leute, aber nach den Fluchten. Ja, ja, ich kriege langsam. Meter für Meter. Das Schöne ist, ich habe ja alle Zeit der Welt. Super Gerät. Weiß nicht, dass ich mich drauf verlassen kann. Oh. Abgerissen? Nee, aufgestiegen. Scheiße. Leute, das ist traumhaft. Ich habe gerade eben einen dicken Fisch verloren. Da habe ich schon mal die Rute gewechselt. Dieses Gerät ist natürlich wesentlich stärker als das, was ich mit dem ich vorhin gefischt habe. Und jetzt habe ich ein Ding da dran, das kriege ich gar nicht vom Boden hoch, Leute. Also, ich glaube, der weiß gar nicht, was los ist. Lieber weiter in die Spitze raus, glaube ich, oder? Ja. Zentimeter für Zentimeter. Meinst du, wir sollen ein bisschen ranfahren? Na, ich glaube, er Christi? Kommt langsam. Lass mal sehen, wenn er noch eine tolle Frucht macht. Denn aber ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, der weiß nicht, was los ist. Nee, der ist nicht schwer. Dagegen, den ich gerade verloren habe, der hat ja richtig Alarm gemacht, weißt du? Also. Christian hat heute Morgen gesagt, wir fahren auf die Stelle, Jungs. Da fangen wir Fische, für die wir uns nicht schämen brauchen. Also, ja, top hier in Titan, mein lieber Mann. Er macht Kreise. Den Schatten kann ich sehen, aber ich kann noch nicht erkennen, was das ist. Das, Arne? Ja. Was ist das? Riesendorsch? Weiß ich nicht. Nee, Heilbutt. Pass auf, der geht noch mal. Der. Ja, ich mach die Bremse ein bisschen weiter auf. Ach, Jungs. Nee. Ich werde nicht wieder unter Abschluss gefunden. Du. Gibt's gar nicht, du. Und ein schönes Ding. Ja, absolut der Hammer. Ich habe mich schon gewundert, die kommt ja wie so ein nasser Sack, weißt du? Ne? Gestern Abend haben wir doch noch von gesprochen. Heute haben wir ihn hier. Es ist der Hammer. Das ist ein Fisch, den man ganz selten fängt und der soll sehr wohlschmeckend sein. Werden wir gleich mal testen. Diese Fische werden echt selten mit der Angel gefangen. Man nennt sie auch Antennenfisch oder Anglerfisch. Wir haben hier eigentlich wie eine kleine Angelrute, die wedelt bei denen vors Maul und damit locken sie dann andere Fische an und saugen die mit einem warmen Unterdruck ein. Also ihr seht das riesige große Maul. Man meint, man zieht einen Eimer Wasser durchs Meer. Aber ich freue mich über diesen Fisch ungemein. Die fängt man wirklich nicht jeden Tag. Also dieses Revier hier vor Titan ist der Hammer. Was wir hier in der kurzen Zeit schon erlebt haben, das erleben manche ein ganzes Jahr nicht. Wir haben das traumhafte Wetter genutzt, sind heute etwas weiter rausgefahren, haben uns die Untiefen draußen gesucht. Heute Morgen war es erst noch ein bisschen zäh, aber dann mit Einsetzung der Strömung, da hatten wir sie beim Wickel. Wir haben riesen Dorsche gefangen. Ich glaube, ich habe einen Heilbutt verloren, ich weiß es nicht. Wir haben noch einen Seeteufel gefangen, den wir jetzt gleich zubereiten wollen. Und meine beiden Mitstreiter konnten ja wunderbar kochen. Mal sehen, wer mir den richtig zubereitet. Ich habe ihn selbst noch nie so frisch gegessen.
Das war mein erster Seeteufel, den ich jetzt so live gefangen habe. Ich bin schon dabei gewesen, wie Kameraden angefangen haben. Aber dieses Revier überrascht immer wieder. Wirklich ein toller Tag. Und morgen legen wir nochmal richtig los. Ehrlich, ihr merkt, ich habe so Speichelfluss. Ich weiß nicht, wie das schmeckt, aber es sieht so appetitlich aus. Und alle, die das schon mal gegessen haben, sagen, das soll ein Hammer sein. Also ich will es mal probieren. Aber ist ja auf dem Punkt, du. Also ich probiere es mal so. Ganz festes Fleisch. Hat einen leichten Eigengeschmack. Hammer. Hammer. Kann noch ein bisschen mehr gewürzt sein, aber sonst super. Nachwürzen kann man immer. Also ich habe hier richtig Speichelfluss. Das erste Mal Seeteufel ist immer so gelobt worden. Für mich braucht kein Seeteufel mehr sterben. Zweiter Tag wird das leider ein bisschen umgeschlagen, aber immer noch gut. Wir haben keinen Wind und das ist ja für uns sehr wichtig. Wir wollen heute mal eine ganz andere Angelart ausprobieren, denn dieses Revier ist unheimlich vielseitig. Wir haben heute mal unsere Elektrorollen montiert und wollen mal gezielt auf Lenk fischen. Mal sehen, ob das klappt. Dies ist ein wunderbares Lenkrevier. Erst müssen wir uns mal Köderfische besorgen, aber dann geht's raus auf die Lenkberge. Der Leuchtturm von Titran weist einen den Weg. Raus zum Örneklacken, die letzte Untiefe vor der offenen See. Und hier wohnen die großen Lengs. Zum tiefsten Angeln brauchen wir Naturköder. Wir versuchen jetzt ein paar Seelachse oder noch lieber Makrelen zu fangen. Das ist natürlich immer besser im Team. Der eine angelt und der andere hat die Drecksarbeit. Das bin in der Regel ich. Wir wollen Tiefseeangeln machen, dazu brauchen wir Köder. Ich habe immer mein Köderbrett dabei, ganz wichtig als Tipp, hier unten habe ich so einen Gummi runtergeklebt, das liegt jetzt so fest, das rutscht nicht weg. Dieses Brett begleitet mich schon jahrelang, also ist immer wichtig, das dabei zu haben, dann hat man auch einen vernünftigen Platz, auf dem man arbeiten kann. Viele angeln mit einem ganzen Köderfisch, ich selber angle lieber mit 14 Köder, das heißt, ich schneide mir jetzt ein paar Filets runter von diesen Seelachs. Das geht ganz einfach mit einem relativ scharfen Messer. Braucht gar kein Filetiermesser sein. Immer auf der Grete entlang. Schneiden, da hat man ein schönes Filet. Dann wird das Ding einmal gedreht. Und immer hier hinterm Kiembogen ansetzen. Runterschneiden und immer die Grete ist praktisch der Führer. Auf der Grete entlang bis zum Schwanz hinschneiden. Hat man immer schöne, saubere Seelachsfilets. Den Rest kriegen die Möwen.
Und so bereite ich. Und am besten ist, man bereitet sich gleich einen Haufen vor. Dann braucht man draußen, nachher, wenn die Köder knapp werden, nicht wieder rumfummeln. Und hat auch immer schöne saubere Finger nachher. Das ist doch ein bisschen schwierig. Jetzt kann man die Filets ganz einsetzen oder in Streifen. Ich selber bin ein Verfechter von relativ kleinen Ködern. Viele nehmen ja einen ganzen Köderfisch, aber die schneiden wir auch manchmal nur Streifen, was also nicht mehr das Schärfste. Das heißt, wenn ich so ein Filet habe, ist ja hier in der Mitte die Grete, dann schneide ich da an der Grete immer schön entlang und mache mir so fingerlange Streifen. Und die hänge ich nachher nur auf meinem Haken. Manchmal zwei, drei Stück, je nach Größe. Und das hat uns bisher, war mal relativ erfolgreich. Ich angle ja gerne mit Fischfetzen, also mit Fischstreifen. Und dann achte ich immer darauf, dass der Schwerpunkt hinten ist, damit das im Wasser sich auch mal schön hinzieht. Wenn ich das andersrum mache, besteht die Gefahr, dass sich das immer vertüdelt und verdreht. Also immer der Schwerpunkt nach unten. So, das ist mein bevorzugtes Rig, was ich auf Längen fische, vom Potag. Mit schön scharfen Gamagatsu-Haken. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da noch mal gleich einen überreden können. Brauchst du Köder kontrollieren oder was machst du? Nee. Ich habe hier gerade neue Köder drunter gelassen, hatte gleich einen Biss. Nee. Aber es ist keine, wo man sich körperlich verausgaben muss. Ich nehme an, das ist ein Lump, der zittert so, das kann auch ein Lenk sein. Also es ist kein ganz kleiner. Das ist ein Lenk. Oder? Ja, ein Lenk. Super. Und kein schlechter Hof. Nee. Das ist doch schon mal eine, die man vorzeigen kann. Das haben wir schon gewartet. Ruhig, Brauner, ruhig. Das sind sie, die Tiefseeräuber hier. In 160 Meter Wassertiefe sind wir im Berg angefahren. Alle drei Ruten auf Schlag krumm. Gleich einen dicken Lump, dicken Lenk. Und mal sehen, was mein Kollege hat. Wie viel Meter ist noch nach? 60. Mensch, wir haben den Spot getroffen, du hier. Ein Lenk. Oh. Ist der Lenk abgefallen? Die haben ganz scharfe Zähne, wenn die auf der Schnur hin und her ruppeln. Man muss nach jedem Biss die Schnur kontrollieren. Die Schnur wird so müde, da passiert sowas, wenn man die solche Kaliber rausheben will, dass schon mal die Schnur bricht. Aber da die Fische wieso sterben, treiben sie an der Oberfläche. Und wenn man auf Zack ist, kann man sie noch schnell gaffen. Kommt keiner. Und Christian, Monster? Ja, der scheint auf jeden Fall besser zu sein. Das sieht doch vernünftig aus. Weg, Horst. Jo, die Schuhe auch schön weit weg. Ja, 15 Meter noch. Oh, Bombe! Da kommt Granate. Oh,
einer. Den wollen wir haben, würde ich sagen. Boah, der hat fast 20 Kilo, Ding. Was für ein Fisch, ha? Hammer. Junge, das ist ein Eingefecht, du. Du, der hebelt mich aus dem Bord, Andi. Holy fuck, Junge. Ist das geil. Junge, dafür. Köpfe ich ja gerne. Wir fischen hier in Tiefsee ja mit Elektrorollen. Aber wenn wir so einen Biss haben, der wird natürlich manuell hochgedreht. Das ist zwar eine Drillhilfe, aber was will man das Angler ja auskosten? Sind nur noch 130 Meter, aber die schaffe ich auch noch locker. So, jetzt habe ich schon. Das Schöne ist ja bei der Elektrorolle, man sieht immer, wie tief man ist. Bei 170 Meter hat er in etwa gebissen. Jetzt habe ich noch 35 Meter nach. Und ihr seht, die Schnur läuft schon schön weit weg. Da bin ich mir 100% sicher, dass das ein Henk ist. Denn der kommt dann schon relativ weit in der Boot hoch. Das sind noch 30 Meter. Und ihr seht, da muss irgendwo gleich ein weißer Schatten an die Oberfläche kommen. Oh, da ist er. Oh, schönes Ding. Was ist das für ein Kleid? Und noch ein Lump mit beiden Kleider raus. Ich hab Dublettenvorfahrt, weißt du, da wird mir jeder Haken hier. Und hat auf dem oberen Haken. Ich dachte, kannst du dir eben mal. Christian, kannst du dir eben helfen, nachdem du vorgelegt hast? Ja, aber ich hol das Brett mal raus. Wollte ich unbedingt kommen, Jan. Oh, Alter, oh, das ist ein Haufen. Okay. Vorsicht, hast du die Blätter auf? Ich hab Blätter auf. Oh, oh. Da hast du ja mal einen abgeholt. Alter, sauber. Danke, Christian. Dicke Nummer. Du, nachdem du mich so gut verbunden hast, weißt du, und jetzt so ein Verwendsmann. Dann übergebe ich dir mal die Bänge. Danke. Oh, das war gut. Ja, der über 20 Kilo. Den kann ich gar nicht halten, du. Ich bin so alle. Ich bin so kaputt. Oh, du, der hat dir mindestens satt. Oh, ich bin schwer. Oh, sauber. Jetzt war ein Kalab, bist du. Dickes Baby. Ich kann ihn gar nicht halten, Leute. Nimm die mal. Da. Oh. Alles klar. Mensch, Christian, Titran. Was für ein Revier. Also vielen Dank, wohin du uns hier eingeladen hast. Was wir hier für eine Fischweite haben. Also vom Feinsten. Ne? Ja, das auch denn. Das passt auf jeden Fall. Super geiler Fisch. Als du gerade eben deinen Riesenlenk gefangen hast, habe ich gedacht, verfluch doch mal, du musst auch noch so einen fangen. Du lass den Köder runter. Und das Geheimnis ist, Freunde, was ich euch verraten kann, Lumpfilet ist der Köder für Lenk. Ich habe schon so viel große Lenks mit Lumpfilet gefangen. Christian hat seinen auf Lumpfilet gefangen. Ich habe meinen auf Lumpfilet gefangen. Also Leute, nicht die Lumps verachten. Immer mal einen aufbewahren. Schöne Streifen schneiden, Filet schneiden und dann fangt ihr solche Fische hier vor Hitra. Dickes Petri, Horst, Hammerfisch. Vielen Dank. Ja, freue ich mich hier nicht. Christian, bei den Fischen hier müssen die eigentlich einen Kran haben, ne? Das wäre das Beste. Ja, die kriegst du ja gar nicht alleine rausgetragen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Kiste und packen den Großen da gleich rein. Sonst wiegt das Ding hier nämlich 60 Kilo. Geht das oder dir helfen? Ja, nö, wer muss mir helfen? Oh. Dann hast du dir aber auch ein Kamel eingesackt, ey. Unglaublich. Fische schön sauber gekehlt, da haben wir nachher richtig schönes weißes Filet. Also das neue Angelspiel jetzt, ne? Weil wir keine Fische fangen und wir Katzen. Thank you.
wollen wir ihn denn, Horst? Horstinho. Die nächsten zwei Tage testeten wir einige Untiefen. Aber nichts Spektakuläres ging uns an die Haken. Außer dass Christian sich mit einem der Endgegner aus Titran anlegte. Wir sind jetzt hier auf so einer 60 Meter Kante. Ist hier gerade ein bisschen was Größeres eingestiegen. Mal gucken, was wir da haben. Wow. Das sieht aber heilvoll aus. Ja, hab ich auch schon gedacht. Vornehmen, was? Na komm, jetzt will ich auch mal ein paar Meter haben hier. Nee, doch nicht. Riesig ein Stück, der Bengel. Da haben wir mal rübergepackt. Alter Schwede. Da unten lauert noch was anderes. Ich weiß nicht, ob wir den noch wieder reinpacken. Die Büschen auf der anderen Seite. Guck, wenn er weggefetzt hat. Einmal die Seite und dreh nochmal um. Boah. Der Biss, der oben ist zum Mittelfloss, der oben. Der hat er schon hingelassen. Das war aber ein Monsterbutt, der darüber gibt. Ja. Er hat auch kurzfristig überhaupt keine Chance eben. Oha. Naja. Den holen wir gleich. Der letzte Tag. Christian war beruflich für Angelreisen Hamburg unterwegs und Horst und ich beschlossen, den restlichen Platz in unseren Kühltaschen mit Pollackfilet zu füllen. Das ist Musik, Leute. Also, für mich gibt das kein besseres Musikstück auf der Welt, als wenn die Knarre singt. Komm, B. Und ein Heilbutt hinterher, Horst. Da war ein Heilbutt hinterher. Die machen Freude. Das sind Pollacks. Also das ist Wahnsinn, was wir hier an Fisch fangen. Wirklich toll. Und solche kampfstarken Fische, das wird so ein Spaß mit einem leichten, angepassten Gerät. Ist wirklich der Hammer. Den müssen wir draußen aus dem Bord erschießen. Den kriegen wir gar nicht rein. Oh, da kommt wieder hinterher an. Ja, wieder Haie, ne? Oh, aber ein schöner Poller. Und wie viele Haie da hinterher kommen? Drei, vier Haie. Wahnsinn. Das war doch Poller zu sagen, ne? Jo, das war anständig. Ja. Ist das eine süße Last? Na Horst, was ist das? Ich vermute ein Dorsch. Das ist aber auch der letzte Fisch, der fahren wir wirklich nach Hause, ne? Gar nicht. Ganz ehrlich, mir tun auch die Knochen weh. Nach der Tour ist vor der Tour.
Was für ein starkes Revier. Wir haben beschlossen, Titran auf jeden Fall noch einmal zu besuchen. Denn die Rechnung mit dem großen Heilbutt, die ist noch offen.